Grüß euch, Leil. Heute einmal nicht vom Prüfstand, sondern ich bin jetzt mit der Grippe gelegen, fühle mich noch nicht so wohl. Draußen wütet die Sturmsabine. Jedenfalls, ich glaube, ich hätte euch jetzt alle gefreut, wenn wir schon irgendwas von der Yamaha E1 2020 sagen hätten können, vom Prüfstand her. Leider noch nicht möglich, die zu lesen, schreiben. Aber wir sind kräftig dran. Ich möchte euch davon eigentlich ein bisschen was sagen, wie weit das wir eigentlich schon sein. Also wir arbeiten schon direkt an der ECU. Die ECU seht ihr da oben. Der hat jetzt drei Stecker eigentlich drauf. Ja, von der Motorleistung vom Messen hat sich eigentlich nicht viel geändert gegenüber der alten. Die ECU ist, ja, sagen wir so, von der Größen her kommt es mir ein bisschen größer, glaube ich, sogar vor. Stecker, wie gesagt, sind drei. Dann, wir sind jetzt einmal hergegangen, haben einmal geschaut, wo ist die ganzen Pin-Belegungen rausgesucht. Weiters eben, wo sind die Schnittstellen in der ECU. Und das Ganze hat eigentlich wieder angefangen, so wie es eigentlich eh immer ist. Wie es da seht, also da. Mit dem Röntgen. Also wir haben jetzt die ECU geröntgt wieder komplett. Teilweise schon vercovered, geht Teillesen schon. Und ja, wir sind dran. Sobald es irgendwas Neues dazu gibt, zeige ich euch das natürlich wieder in einem Video. Ja, werden wir schauen, was da rauskommt. Zu meiner Geschichte jetzt, wie gesagt, war ich jetzt ein bisschen krank. Habe aber vorbereitet, was ich eigentlich schon bringen habe wollen. Merkt es auch an der Stimme. Was ich noch bringen habe wollen, ein bisschen was über die Autoshow Vienna, wo ich war. Bei dem Autoshow Vienna Video, da habe ich hinten auch eigentlich was Privates dran, weil ich ja schauen will, oder sagen wir so, es sind viele Fragen immer gekommen, wie bist du zu dem gekommen, was hast du da gemacht. Also das Autoshow Vienna wird ganz sicher länger, wenn es nicht so interessiert. Und ich bin auch etliche Videos am Vorbereiten, was um andere Sachen auch geht. Motorradeln stehen auch genug da, also ich sage einmal, in nächster Zeit, wenn es sich ausgeht, gibt es wieder höchstwahrscheinlich jede Woche ein Video. Und in dem Sinn wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Also schaut, dass euch die Sabine nicht erblost und führt euch, Leute.